幾度も時は繰り返し、人も国もその多くを失っていく。何もかもが幻想の流れに溶け込んでしまう中で、かろうじて生き残った一かけらの物語を人は伝説と呼ぶのです。思えばあの出来事はまさに古の言い伝え通りでした。彼らは空の果てからやってきて、この国を我が物にしようとしたのです。精霊の力は衰えてゆき、闇が皆の心を覆い尽くそうとしたその時、私はまだ少女の面影を残した小さな勇者に出会ったのです。Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zu dem Let's Play von Wonderboy Usher in Monster World, welches ein Remake ist von Wonderboy Usher in Monster World bzw. Monster World 4. So, ihr habt es leider schon gehört, der Text ist auf Japanisch. So, wir gucken mal ganz kurz, nee, das will ich jetzt nicht. Einstellungen, Controller. Okay, man kann die nächste weiter einstellen. Dann lass mich überraschen, denn ich möchte jetzt noch nicht wissen, wie die Steuerung ist. Das will ich im Spiel erfahren. Normal oder easy? Wir nehmen normal. Ansonsten wäre es ja langweilig. Nun gut, es ist mein zweites Monster Boy. Oh, okay, noch ein Intro, okay. Mari, Mari. Mari? Ja, ja, ja. Jo, jo. Mari, Mari. Kekeke. Jolala. Mari. Okay. Kann ich jetzt was sagen? Ja? Ja? Nein? Abwärtsstich. Drücke mitten im Sprung nach unten plus Angriff, um Gegner unter dir anzugreifen. Mit dem richtigen Timing kannst du so eine Kombo ausführen. Also, es ist mein zweiter Estefan Monster Boy Teil. Mein zweiter. Ja, und ich hatte nie einen Sega oder sonst irgendetwas. Nani? 誰かが助けを求めているような気がするだと？はっはっは。もう戦士になったつもりでいるのか。さあ、早く来なさい。皆が待っているぞ。Das Gute ist, ich muss jetzt hier eigentlich nicht vorlesen, weil dann würde ich nämlich den ganzen Leuten in den Text sprechen. Ja? Also, wo war ich denn geblieben? Mein zweiter Monsterboy-Teil, ich hatte nie einen Sega besessen, beziehungsweise mittlerweile habe ich einen Sega, aber habe noch nie so wirklich damit gespielt und ja. So, mit B springen wir.
Und ja, da links geht's runter, wollte ich euch mal zeigen. Also da kann man runterfallen. Mit Y können wir dann unseren Degen, Dolch, Säbel rausholen. Mit A auch. Und mit X können wir nichts. Mit L, R... Oh, mit L können wir unser Schild zücken. ZR, ZL ist nix und ganz normal die Steuerung. Okay. Ah, reicht auch einfach nur nach unten drücken. Wir können einmal mit dem digitalen Steuerkreuz spielen oder... Ach, Cookie an. Also auf dem Steuerkreuz müssen wir zweimal hintereinander schnell drücken, damit er läuft. Oder auch nicht. Doch. Und beim anderen Analogstick... Ja, ganz normal laufen. So, dann. Ah, X ist hier bestätigen. Ein Zelt, wo ich runterfalle in eine Höhle. Wie komme ich denn da wieder raus? Asche, pass auf dich auf. Die bösen Monster haben sich in letzter Zeit stark vermehrt. Ich fürchte, ich kann nicht viel für dich tun, aber nimm dies, das ist ein Lebenstropfen. Sammle 10 von ihnen, um deine Lebenskraft um 1 zu erhöhen. Das ist ein Lebenstropfen. Warum muss die so mit dem Hintern wackeln? Okay. Wackel nicht so mit dem Hintern! Tapferkeitskristall erhalten. Ich meine, warum wackelt man mit dem Hintern, wenn man eine Truhe öffnet? Von diesem Tag habe ich mich immer gefürchtet. Keine Mutter wünscht so ein Leben für ihre Tochter, denn der Weg einer Kriegerin ist gefährlich. Nimm diese Medizin, nutze sie. Wenn dein Leben in Gefahr ist, verstanden, das ist alles, was ich für dich tun kann. Asche, bitte komm sicher und gesund zu mir zurück. Okay. Jedenfalls vor der Mutter macht sie nicht so einen Duty Shake. So, und wir haben Elixier erhalten. Wo ich aber noch nicht weiß, wie wir das einsetzen, aber ist in Ordnung. Ah, schöner Hintergrund. Also jetzt hier. Hier finde ich das gerade ein bisschen leer, ne? Also... Du machst dich endlich auf den Weg zum Turm der Stille, wie? Ja. Yep. Viel Glück, Ascha. Wenn irgendjemand das schaffen kann, dann du. Okay, danke. Alter, ich weiß nicht, was das für Tiere sind, aber die sehen aus, als ob die irgendwie auf Drogen wären. Wenn du deine Wunden heilen willst, bete an der heiligen Statue. Dann ist dir der Segen der Götter gewiss. Ja, ich bin einmal gestorben. Also einmal runtergefallen. So, jetzt habe ich wieder voll Energie. Ich habe gar kein Leben verloren. Seht ihr? Alles gelogen. Alles Fake News. Jo. Oh. Du kannst auch an Seilen herunterrutschen, indem du die Angriffstaste gedrückt hältst. Ich habe gehört, der Turm der Stille liegt jenseits des Waldes. Wow. Und für solche, na gut. Gib niemals auf. Jo. Halte durch. Jo, jo, jo. Ich werde dich vermissen. Pass auf dich auf. Oh, so. Die Zeit ist gekommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, das ist mein Mädchen. Ach, und hast du den Tapferkeitskristall dabei? Ja. Geh jetzt, teste deine Fähigkeiten im Turm. Viel Glück. Schön. Mein Vater schickt mich los. Meine Mutter. Ach, was ist denn jetzt hier noch? Komm halt zurück. Wir kümmern uns um deine Mutter, während du weg bist. Bring mir was Gutes mit. Was Spannendes, was zum Spielen und Kinderschokolade. Hallo! Keine Schleichwerbung hier. Meine Güte doch. Oh, diese Entwickler immer. Aha. Hohoho. Ich bin der berühmte Weise. Was? Nie von mir gehört? Skandal. Oh, du kennst mich also. Tja, dann sehen wir uns wohl nicht zum ersten Mal. Übrigens, kannst du jetzt jederzeit vom Pausenmenü aus speichern. Alles ganz schön praktisch heutzutage, wie? Dann bin ich jetzt wohl einen Job los. Hm, naja. Man sieht sich. Oh, Münzen. Ah, das ist ein Gegner. Den habe ich voll nicht gesehen. Voll nicht gesehen. Halt, da war ein Schild. Jedes Mal, wenn du einen Gegner angreifst, sammelst du Energie. Sobald du genug hast, kannst du einen mächtigen magischen Angriff ausführen. Halte die magische Angriff-Taste gedrückt, wenn du attackierst. Okay.
Wenn wir den Gegner sehen. Die sieht man so schwer auf dem Grün, die Grünen. Ah, das ist Tarnung. Was sind das für Tiere? Guckt euch die Augen an. Alles hat so liebevoll gestaltete Augen und dann... Drück in der Luft nach oben. Plus Angriff, um einen Aufwärtsstich auszuführen. Oder nach unten, um einen Abwärtsstich auszuführen. Okay, den Abwärtsstich, den darf ich jetzt erstmal nicht vergessen. Ey, wir haben schon 9. Juhu! Ja, ist klar, mitten im Flug, ne? Ich ziehe wieder nach links, ich ziehe nach links. Ah, cool. Das ist Skill, Leute, oder? So schnell wie das lädt, kann ich die Tipps gar nicht lesen. Ihr könnt jedenfalls anhalten. Ich kann das Spiel nicht anhalten. Ihr könnt das Video anhalten. Ich kann es halt erst im Nachhinein anhalten, mal davon abgesehen, ne? Wenn Gegner in einer Reihe stehen, versuche es mit einer Abwärtsstich-Kombo. Ah, okay, ich verstehe. Da würde man dann so ein bisschen bouncen, wie man es aus Mario kennt. Ich gehe nochmal zurück. Oh ja, komme ich. Also bisher ist es schwierigkeitstechnisch auf der normalen Stufe... Ja, akzeptabel. Einige Gegner fügen dir Schaden zu, wenn du sie berührst. Lass mich raten. Der sah so rot aus, der ist wahrscheinlich voll Feuer. Feuer und Flamme für mich. Ach, da hätte ich den Abwärtsstich benutzen können. Na egal. Aber hey, die geben viele Münzen. Ob ich mir dann wieder was kaufen kann? Ausrüstung verbessern kann? Und so weiter? Na, gib her die Münzen. Ich stand mit meinem Fuß in ihm drin, aber egal. Also bisher simple Jump-and-Run- und Schlagpassagen. Achte auf die Pilze. Das sind keine Pilze, das sind doch... oh mein Gott, was sind das denn? Wie schnell kriegt man denn hier Leben hinterher geschmissen? Also gegnertechnisch bisher nur ein Treffer kassiert. Das war schön weggesnackt, den blöden Pilz. Ich habe einen magischen Angriff frei, aber ich weiß noch gar nicht wofür. Hier ist ein Herz. Alter! Hallo? Hörst du jetzt mal auf? Okay, jetzt haben wir schon wieder 9. Danke fürs Herz zurück. Was ein blödes Ding. Was hat er mir zu sagen? Halt, das ist noch eine Münze. Drücke nach unten plus Sprung, um von einer Plattform herunterzuspringen. Lass mich hier gerade ganz schön leicht treffen, ne? Möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Meint er hier? Von einer Plattform runterzuspringen. Hm.
komisch. Oh, das nächste Leben. Aha. Aha, aha. Wenn du den Turm der Stille betreten willst, stell dich vor die Statue. Aber hast du alles dabei, was du benötigst? Keine Ahnung, ob ich alles dabei habe. Ich kann hier jetzt nicht links oder rechts laufen. Ich kann also wirklich nur straight geradeaus. Ascha betet zu den Göttern. Aber klein. Turm der Stille. Und ich würde sagen, wie es mit dem Turm der Stille weitergeht, das erfahrt ihr natürlich dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhhaut rein. Tschüss.